Heute bin ich auf dem Weg zu einer Berner Band und begleite die Jungs an ein Konzert. Hoffentlich habe ich den morgen keinen Kater. Darf ich vorstellen, Trubas Kater. Der Party jetzt einfach mit allen davon. Hört uns in seinem Heckum, fahrt die Sonne entgegen. Kaum sind alle Instrumente eingeladen, geht es mit dem Bandbus Richtung Club. Der Sänger QC erzählt mir unterwegs, wie viel Zeit dass man eigentlich in so einem Bus verbringt. Also eigentlich die grösste Zeit. Es ist so ein bisschen wie meine Stube. Ich habe hier 10 cm Beinfreiheit gegen vor. In Biel, im Lausanne angekommen, geht es ans Ausladen. 8 Leute haben viel Gepäck dabei. Und das ganze Material muss jetzt auf den Club. Der QC hat sich unterdessen schon mal im Backstage innen bequem gemacht. Stimmen eigentlich die Gerüchte, dass hier die wildesten Partys steigen? Da kommt nicht wahnsinnig viel spektakulär zusammen. Hey! Irgendwann kommt ein genervter Tourmanager und heisst, Jungs, jetzt essen jetzt, oder auf die Bühne. Dann ziehen sie sich auch um und dann geht man. Und der Rest sind alles Märchen, das passiert nicht. Es wird Regen haben, es macht mich sowieso. Kann nur Zeit mit dem Mond singt dir das Lied. Wir haben einfach, es gibt immer ein Hagi. Und ein Hagi. Ach so, aha, ja, ich denke, das ist. Das ist Berndeutsch, ja. Hagi. Ah ja, das ist Berndeutsch. Von Hagen. Von Hagen? Das ist so ein kleines Ritual, das ist das Einzige, was wir haben. Es ist eine Rechenaufgabe. Wir sind 8 Musiker und jeder gibt jedem ein Hagi. Gibt einem wie viele Umarmungen. Du musst immer eins abzählen. Du musst jeden einmal. Du bist doch gescheit. Wie ja schon 4 auf 4, oder? Genau, es gibt 7 plus 6, es gibt 13. Ja, es gibt aber schon Mengen Hagi. Mal, es gibt viel. Das wäre die schwierige Rechenaufgabe kann lösen. Ich kann gratis Swiss Music Award mit einem Päckchen Fleischgutscheine von Schweizer Fleisch. Umhirn macht hungrig und schliesslich kann man ja nicht mit einem leeren Magen auf die Bühne. Und weil man im Lausanne besonders gut isst, habe ich vor der Nacht einen Besuch in der Küche gemacht. Der Dano Schneider, der Chef des Clubs, hat mir erzählt, was hier alles in die Pfanne landet. Vor allem heimisch, regionales, wir haben viel Bio. Fleisch eigentlich quasi nur Bio. Wir nehmen viel aus dem Jura auch. Käse aus dem Jura. Geissen. Im Moment haben wir gerade Bison-Bratwurst aus dem Jura. Also vor allem Produkte aus der Region. Und dann drückt die Band so richtig ab. Es wird geschwitzt, das Publikum ist begeistert und der Club dampft. Nach dem Konzert habe ich die Fans mit Fragen zu Trubas Kater gelöchert. Und die, die Bescheid gewusst haben, haben Tickets abgeräumt. Wie viele Musiker sind bei Trubas Kater auf der Bühne gestanden? Sind das 9, 8 oder 7? Es hat 3 Bläser gehabt. Oh, ein Sänger. Ich bin gerade am Zählen. Und noch Gitarrist. Hat es noch mehr gehabt? Keine Ahnung. Was denkt ihr? Antwort B. 7. 10. Ah. Nein, es ist. Du musst immer zuschauen. Nein, es ist 10. Es ist 10. 8. Ist eure Antwort 8? Ja. Und die Gewinner haben sich mega gefreut. Der Abend hat gefackt. Ein sympathischer Haufen zu Trubas Kater. Und jetzt geht's ab an die Aftershow-Party. Aber ohne Kamera. Bis gleich. Hast doch alles scheißegal. Ja, wunderbar. Rapapapaparapa. Genau, jetzt lassen wir den Text an. Das war lyrisch vom Feinsten. Besser kannst du es nicht machen. Sie haben den Preis verdient. Ich kann nicht mehr dazu sagen.